Hallo Kepo 94, anbei habe ich das Nokia 5110. Dann kommen Informationen, die für euch nicht unbedingt von Relevanz sind. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Handy und auch in 2017 viel Erfolg auf YouTube. Viele Grüße, Leon Jöchel. Ja, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen öffentlich hier aussagen darf, aber er hat mir ja was Schönes geschickt, nämlich das da. Ja, ModFarming hat mich ja angeschrieben diesbezüglich. Oder sagen wir es mal so, ich habe ihn mehr oder weniger darüber angeschrieben, dass er sehr viele von diesen Nokia 5110 noch zur Verfügung hätte. Und er hat mir eins mal freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Das Nokia 5110 Germany. Ist sogar sehr lustig, dass es sogar made in Germany ist. Nokia hat ja auch mal Werke in Bochum gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, auf der Vorderseite könnte man jetzt nicht unbedingt ein Handy erwarten. Auch wenn sich hier so zwei Damen an einem Balkon unterhalten und dann steht ja Nokia Connect and People, weil die unterhalten sich ja normal ohne irgendetwas, ohne Handy oder sowas. Finde ich nämlich sehr, sehr eigenartig. Übrigens, GSM könnte man heute eigentlich sogar noch nutzen. Seriennummer nochmal. Nee, ERN-Code, glaube ich, Strichcode. This cellular phone for freedom of expression. Das Cellular Phone für die individuelle Ausdruckskraft. Ja, aber auch nur, weil es mit farbigen Oberschalen kommt und so vielen Zusatzgeräten hier. Datenübertragungszubehör war damals nicht selbstverständlich. Und hier unten kann man nämlich schon sehen, aus welchem Jahr dieses mal Handy stammt. Ich wollte schon fast sagen, ein Smartphone, aber es ist ein Handy. 1998, so alt ist er schon, fast 20 Jahre, also insgesamt schon 19 Jahre. Da steht riesig Nokia, the cellular phone for freedom of expression. Hier nehmen wir nochmal irgendein komisches Bild. Was haben wir hier an der Seite? Auch noch ein paar Informationen. Kann man nur im D-Netz nutzen. Also E-Netz, sowas wie E-Plus kann man da nicht nutzen. Was das hier heißen soll, weiß ich überhaupt nicht, weil Navigationssystem hat das irgendwie gar nichts damit zu tun. Lieferant war die Nummer 68791. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Und hier wird immer noch von dem Handy gesprochen. Tja, machen wir einfach mal ein Unboxing. Unboxing Nokia 5110. Sieht man hier schon die schöne Gestaltung. Und hier haben wir natürlich noch die Bedienungsanleitung des Nokia 5110. Auf der ersten Seite ist etwas, was ich euch nicht unbedingt zeigen möchte. Aber hier ist doch sehr interessante Information, was man hier machen kann. Anruffunktionen, Verzeichnisfunktionen, wichtige Kurztasten, was es hier alles gibt. Sicherheitshinweise, was man alles überhaupt nicht mit den Dingen machen darf. Wie man die SIM-Karte installiert und so weiter und so fort. Betriebsbereit, wie das Ganze hier aussehen mag. Halt so wirklich klassische Nokia-Benutzerführung mit den Balkendesign an den Seiten. Halt Akku und Empfang. Tätigen eines Anrufs vom verwendeten Speicher, Ruftontyp, was man hier nicht alles machen kann. PIN-Abfrage, Warntöne. Das ist eine relativ dünne Bedienungsanleitung dafür, dass das so ein gutes, eigentlich ein Einsteiger-Handy. Tja, und hier in der Packung, da drin ist es nämlich schon, aber bevor wir uns das angucken, haben wir natürlich hier noch ein kleines Netzteil. Schön klein und easy. Kann man denn hier sehen, wie viel das denn hat? 350 mA, Indoor Use Only, ein schönes kleines Netzteil. Ja. Hier haben wir noch ein bisschen was in der Tüte, aber hier haben wir eigentlich das Hauptteil des Ganzen, nämlich dieses Handy in der Tasche. Jetzt könnten einige wieder sagen, das ist doch voll ein Witz, was macht ein Nokia-Handy in der Tasche? Wenn du dich jemals nutzloser gefühlt hast, es gab mal Schutztaschen für Nokia-Handys. Ja. Aber wir holen das kleine Teil mal raus. So. Sieht die aus hier. Okay, ja. Das ist das Nokia 5110. Ein sehr bekanntes Handy seiner Zeit. War nämlich total beliebt und war, sagen wir mal, gegenüber der Konkurrenz ziemlich preiswert. Es hat, soweit ich es auf einer Website gesehen habe, 499 Mark gekostet. Das war günstig. Ohne Scheiß, das war günstig für so ein Telefon. Da gab es noch viel teurere Sachen. War ein Einsteiger-Handy. Also für die, die da mal gerade mal frisch einsteigen wollten. Ja, 1998, man sieht es eindeutig.
schöne große Tasten, noch ein Monochrom-Display und die schöne Plastikantenne. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem Handy, was gerade mal 4 Jahre später erschienen ist, da sieht man schon den Trend, den es da damals gab. Da wurden die Dinger immer wieder kleiner, aber das Display ist genauso groß. Guckt euch das mal an. Genauso groß. Lustig, ne? Aber deutlich kleiner und hier ist die Antenne integriert. Hier brauchte man noch eine Plastikantenne. Damals war das noch schlimmer. Man musste da eine Antenne rausziehen. Da hat man so einen langen Stängel. Ja, und ich habe mich da gewundert, als ich das Ding ausgepackt habe, dass das Ding auf einmal so kam. Ohne irgendeinen Deckel. Ich habe erstmal so gedacht, wo ist der Deckel hin? Da habe ich erstmal gemerkt, das ist der Akku. Das ist nämlich hier der kleine Akku hier, 3,6 Volt. Ich glaube, ich kann mal den Autofokus drauf machen. Rechargeable NEMH Battery. In der Tschechischen Republik hergestellt. Die haben wir noch das Handy selber mit eingebauter Mini-SIM-Karte. Mini-SIM-Karte braucht das. Das ist nämlich der Deckel. Mal wieder Autofokus. Das ist nämlich der Deckel samt Akku. Da wird nämlich so eingesetzt. Fertig. Schon praktisch. Und wir wollen jetzt nicht lange mal drum herum reden. Wir schalten das Ding mal ein. So seht ihr. Voller Akku. Ich gebe die PIN ein. Code angenommen. Und voila, wir sind im Menü. Und hier, ich habe das Ding auch letztens vollgeladen und da kann man wirklich das Klischee bestätigen. Hey, ich habe hier noch so ein 19 Jahre altes Nokia-Handy, habe das ewig nicht mehr verwendet und es hat noch 98% Akku. Gut, ich weiß nicht, wie man feststellen kann, dass das Ding 98% Akku hat. Aber gut, die haben auch noch was gesagt mit 3 Balken Akku. Aber 3 Balken Akku für ein Nokia ist aber auch ein bisschen wenig. Gut, jetzt müsste eigentlich hier auch sowas wie ein Logo erscheinen und hier die Balken für den Empfang, aber ihr wisst ja, hier drin ist immer noch die abgemeldete SIM-Karte. Wir gucken uns einfach mal die Menüs an, die sind sehr, sehr riesig. Hier haben wir natürlich das Anrufverzeichnis, kann man suchen, hinzufügen, löschen, bearbeiten, Eintrag erstellen. Kurzwahl kann man da machen, C geht man zurück. Die Mitteilungen, die Kurzmitteilungen, da hat man auch wenig Platz gehabt damals. Tarifinfo, was hatte ich denn da gehabt? Preissenkung bis ab 1.7. Meine Güte, da gab es damals noch solche Tarifinfos. Da gab es noch mehr Optionen. Kurzmitteilung verfassen. Mal gucken, das können wir noch mal kurz probieren. Wie geht denn das hier? Haben wir denn irgendwelche Schreibhilfen? Ich glaube ja nicht. Ich glaube, wir müssen das so eingeben. Oh Gott, ey. Hallo. Ja, mit Option, da konnte man das dann senden. Also die Benutzerführung war doch schon relativ simpel gehalten. Dann haben wir hier noch die Anruflisten. Kann man nämlich ja auch abrufen. Ich glaube, die hat er auch noch alle auf der SIM-Karte gespeichert. Was haben wir denn hier noch? Die Einstellungen, da haben wir auch nicht wirklich viele. Anrufeinstellungen, Telefoneinstellungen, Sicherheitseinstellungen und auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Kurzwahl, anklopfen, eigene Nummer senden. Kann man nämlich ja auch einstellen, ob man das will. Ja, falls ihr fragt, ob das Ding irgendwie eine Displaybeleuchtung hat, scheinbar nicht so, ne? Obwohl ich glaube, die Tastatur, doch, die leuchtet grün. Wenn man jetzt mal so genau guckt, leuchtet ein klein wenig grün. Ich nehme ja am Tag auf. So, Telefoneinstellungen, Sprache kann man automatisch einstellen, Zelleninfo. Was ist das eigentlich? Da kann man auch ein riesiges Bestätigungslogo anzeigen lassen. Begrüßung kann man nämlich auch einstellen. Netze kann man automatisch auswählen. Sicherheitseinstellungen, die PIN-Abfrage, Rufnummerbeschränkung. Also wirklich viel kann man hier nicht einstellen. Rufumleitung kann man hier auswählen. Und natürlich, ja, den Spaßteil guckt man später an. Dann haben wir hier noch einen schönen Rechner. So, 36, addieren wir mal mit 23, was ist das? 59, ja. Ach halt, wir müssen ja noch was probieren. 32. Durch 0. Division durch 0 nicht zulässig. Oh, ich dachte, das Ding explodiert dann gleich. Ach ja, okay.
Mal wieder zurück. Ich glaube, ich mache mal Autofokus auf das Display. So, dann haben wir eine Uhr. Erinnerungsfunktion, Uhrzeiteinstellungen, Erinnerungsfunktion und Uhrzeiteinstellungen. Wahnsinnig umfangreich. Töne und Klänge. Problem ist, die kommen uns leider alle irgendwie nicht anhören. Es gibt hier ein paar Töne zur Auswahl. Sci-Fi, Kick, That's It, Playground, Fuga. Aber ich glaube, die kommen uns zuerst alle anhören, wenn wir angerufen werden. Und wie ihr wisst, das geht sehr schlecht. Ringring. Ringring ist bestimmt sehr, sehr einfach. Rufton-Lautstärke kann man ja auch einstellen. Stufe 5, glaubst du, das ist das lauteste Rufton, extrem laut. Na gut, dass man mit dem Ding, dass ich mit der SIM-Karte nicht mehr angerufen werden kann, sonst wäre das sehr doof gewesen. Tastentöne kann man auch lautstärkenmäßig einstellen. Also hier, wenn man auf die Tasten drückt, dass da ein Ton kommt. Warntöne und Spielakustik ein. Okay. Aber ich denke mal, ja, viel kann man bei dem Ding nicht präsentieren. Es ist halt ein Einsteiger-Handy, da gibt es nicht sehr viel. Höchstens telefonieren, SMS, ein bisschen spielen kann man da auch. Und ja, wir haben die Auswahl zwischen drei Spielen. Pers, gucken wir uns als erstes an. Ja, Bilder aufdecken und mit möglichst wenig versuchen. Ihr wisst schon, was das sein könnte. Paare suchen. Die Tasten 2, 4, 6, 8 und die Raute, Sternchen und Raute bewegen den Cursor. Die Taste 5 zeigt ein Bild an. Gefundene Paare bleiben offen liegen. Ja. Können wir es doch mal probieren. Der Rekord liegt bei 4. Probieren wir es einfach mal so. Da haben wir einen Regenschirm. Ich nehme mal an, der ist da unten. Ja. Und dann haben wir da oben, was ist das? Eine Kappe. Wunderschön laut. Ja, haben wir jetzt einen neuen Rekord aufgestellt. Super. Können auch die Ebene erhöhen. Ich denke mal, dann haben wir ein volles Feld an Memory-Karten. Ja, schon geil gemacht. Hat so schöne Felder. Ja, und ich denke mal, da kommen wir zum dem bekanntesten Nokia-Spiel überhaupt, nämlich zu dem legendären Snake. Mal gucken, ob ich das so überhaupt steuern kann. Tja, einfaches Prinzip. Wir müssen einfach diese Dinger da aufschnappen. Wer weiß, ihr hattet bestimmt alle mal ein Nokia-Handy zu Beginn gehabt. Da habt ihr bestimmt auch sowas elendig lang gespielt. Bis zum Umfallen, das ist, glaube ich, das beliebteste Nokia-Spiel, was überhaupt dabei war. Bisschen langsam, aber immerhin, die Schlange wird sich da durchfressen. Ich gehe mal gegen die Wand. Wunderbar laut. Ja, das war Snake und Logic. Was war Logic nochmal? Richtige Kombination von Zahlenraten. Die Tasten 2, 4 und 8 bewegen den Cursor. Die Taste 5 wählt eine Zahl aus. Richtige Zahlen am richtigen Platz werden mit einem Quadrat markiert. Richtige Zahlen am falschen Platz mit einem Strich. Probieren wir mal. Mal gucken. Die Bedienung habe ich nicht ganz kapiert. Wie man das genauso bedienen sollte. Gleich, okay. Naja. Ein komisches Spiel, aber da bevorzuge ich lieber Snake. Das gute alte Snake. Mal gucken, Anleitung. Schlange zum Fressen führen, damit sie wächst. Die Tasten 2, 4, 6 und 8 steuern die Schlange. Anhalten und umkehren sind nicht möglich. Nicht die Wand oder den Schwanz berühren. Wisst ihr Bescheid. Macht eure Freundin ja auch nie. Ja, ich denke mal, viel mehr kann man von diesem Telefon nicht mehr präsentieren. Und der Akku ist immer noch voll. Mir wurde gesagt, er hält nur noch 2 bis 3 Stunden. Für Nokia-Handy eine absolute Enttäuschung. Ich bin enttäuscht von diesem Nokia-Handy, dass das nur 2 bis 3 Stunden hält. Aber hier ist der Akku weiterhin noch ganz voll. Dann können wir hier noch drücken. Ausschalten, benutzerdefinierte, lautlos kann man hier noch einstellen mit der Austaste. Leise, laut. Man kann das Ding aber auch abschalten.
und zack, es ist aus. Ja, das war halt das schöne Nokia-Handy. Wie gesagt, wir können es ja noch gerne nochmal hier vergleichen. 2002 erschienen, 1998 erschienen, das sind schon ganz schöne Unterschiede, ne? In der Größe. Aber wir können es ja gerne nochmal extremer vergleichen. Können wir nicht, weil das Smartphone nutze ich gerade zum Aufnehmen. Aber ich kann es ja gerne mal vergleichen. Na, mein Smartphone ist breiter. Ist breiter als das hier. Also inzwischen haben wir wieder den Trend, dass das Ding größer wird. Was haben wir denn hier? Hier haben wir auch noch so ein paar kleine Einhüllungen. Ich denke mal, da kann man so eine Schlaufe durchmachen. Hier kommt das Netzteil rein. Müsste das hier sein, soll, weiß ich nicht. Ich mache mal kurz Autofokus. Da drauf. Haben wir auch wieder so eine Schlaufe. Ich denke mal, hier ist bestimmt so ein Mikrofon. Lautsprecher. Hier haben wir die tolle Antenne. Und ich glaube, hier kann man die Rückenschale austauschen. Kann man hier nämlich alles austauschen hier. Und ihr seht ja hier schon, hier ist so ein leichter blauer Akzent, so dezent blauer Akzent bestimmt. Oder ist es reine Schwarz? Ja, ein tolles kleines Nokia Einsteiger-Handy, sehr beliebt seinerzeit. Und naja, der Fokus funktioniert nicht, super. Ja, ist aber wirklich nicht viel dabei, halt Anleitung, Netzteil und diese tolle Tasche, wo das Ding auch wieder reinkommt. Eigentlich total sinnlos, weil wenn du das Ding auf den Boden fallen lässt, dann ist das Ding auch, ja, da ist der Tisch eigentlich kaputt. Wenn du den von einer ganz weiten Höhe fallen lässt, zum Beispiel, puh, dann ist der Tisch durchgebrochen. Ja, das war das Nokia-Handy, das Nokia 5110, was wir jetzt erstmal wieder schön einpacken werden. So, dann kommt hier natürlich das Netzteil rein. Ist schon ein gut durchdachtes Design hier von der Packung. Mach mal hier wieder die Anleitung rein und Klappe zu, Affe tot. Ja, das süße kleine Nokia-Handy, wo sich die Leute noch connecten konnten. Oder halt sich noch so unterhalten konnten, wenn... Nein, das ist ein Nokia-Handy. Eigentlich ist da der Akku nie wirklich leer. Also, ja, es gab da keinen Grund mehr, sich so zu unterhalten. Das ist jetzt bestimmt so ein Vorherbild und ein Nachherbild. Telefonieren die miteinander, wo die gegenüberstehen. Ja, connecting people halt. Ja, das war das Nokia 5110 Germany natürlich. Und ja, vielen Dank nochmal an ModFarming, dass er mir dieses Exemplar zugeschickt hat. Sehr schönes Telefon. Vielleicht kann ich mir eines Tages mal so eine... D-Netz-SIM-Karte holen, also eine bestimmt von der Deutschen Telekom. Und vielleicht können wir dann auch mal probieren, mit diesem Telefon zu telefonieren oder SMS zu schreiben. Das wäre mal eine coole Sache. Da könnte ich halt zum Beispiel auch an meinem eigenen Smartphone mal solche Nachrichten verschicken und dann können wir einfach mal gucken, wie sich das dann so anfühlt. Ja, schöne kleine Packung vor allen Dingen. Ich glaube, die Packung von den Smartphones sind auch nicht unbedingt größer, weil... Ich habe jetzt ja auch gerade mal die Packung von meinem Motorola-Handy. Sieht man ja größentechnisch fast genauso gleich, obwohl es schon ziemliche Jahre Unterschied gibt. Ich glaube 18 Jahre zwischen den beiden. Bisschen kleiner geworden sogar. Aber da hat auch dieses Smartphone wunderbar reingepasst. Tja, die Zeit der Handys und Smartphones, wie schnell sie sich gewandelt hat. Ja, kommunizieren. Macht man inzwischen schon über andere Methoden, telefonieren, SMS schreiben, macht man schon heutzutage gar nicht mehr. Jetzt macht man ja schon WhatsApp und so einen Quatsch. Und ja, wie gesagt, immer noch vielen, vielen Dank an ModFarming, dass er mir das zugeschickt hat, auch wenn ich Versandkosten zahlen musste. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, dass ihr mal Nokia sehen konntet. Vielleicht war das für einige von euch das... überhaupt der Einstieg in die Welt der Mobiltelefone. Wer weiß, vielleicht konntet ihr euch mal zurückerinnern an dieses tolle Handy. Vielleicht wollt ihr selber mal eins holen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Kipu. Tschüssi. Und denkt dran. Hoppala. Connected People.